Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist ein ganz besonderes Video. So eins habe ich noch nie gemacht und habe mir ein bisschen Inspiration für die Art von anderen YouTubern geholt. Es geht um Folgendes. JBL hat mich mit einem Quantum One gesponsert. Es gibt jetzt auch keine Werbung. Also klar, Kaufempfehlung, weil es super ist. Aber ich habe hier keinen Werbelink, habe hier kein Geld dafür, kein gar nichts. Sondern die bieten talentierten Creatoren auf Twitch an, Streamern vor allen Dingen, Challenges zu machen, wo man dann eben, das ist deren Werbung, Headsets für die Community gewinnen kann. Ich habe daran teilgenommen wie eine spanische Streamerin und ich habe für 2 Stunden 5 Challenges bekommen, die ich in Caldera, beziehungsweise ich durfte auch die neue Fortune's Keep Map nehmen, die neue Rebirth Map, erfüllen musste. Der von uns, der in den 2 Stunden die 5 Sachen schafft, ist qualifiziert, wenn der andere es eben nicht schafft, 2 Headsets zu bekommen und der andere 1. Welche Challenges, Leute, seht ihr jetzt? Hallo. Ja, du, ich bin fokussiert. Ganz klar, ich bin fokussiert, bin schon im Game. Ja, ich habe 20 für den Skin ausgegeben, ich weiß. Was ich schaffen muss, von 20 bis 22 Uhr, 3 Kills mit einer Pistole in einer Runde, 2 Kills mit einer Nahkampfwaffe in einer Runde, ihr wählt ein Loadout, ich spiele damit 5 Kills damit, nutze mein JBL-EZ, schleiche dich an einen Gegner und töte ihn, ohne dass er dich sieht. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann kommen unter die Top 10 ohne ein eigenes Loadout, ich darf alles andere nutzen. Ich habe 2 Stunden Zeit für die Challenges. Wenn ich in den 2 Stunden 5 davon schaffe und meine Konkurrentin auch 5, kommt es zum Tiebreaker. Wir spielen beide eine Runde Solo relativ gleichzeitig und gehen auf High Kills. Wer die meisten Kills hat, gewinnt 2 Headsets. Der Verlierer von dem Ganzen heute gewinnt 1 Quantum 400, also wenigstens 1. Meine ganz klare Zielsetzung ist aber, ich gewinne beide. Der klare Plan war, ich fange mit den 3 Kills mit einer Pistole an und habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, ich mach's einfach mit der Pistole, die man am Anfang hat. Und das hat sich, ihr werdet sehen, nicht so gut rausgestellt. Oh, gleich der erste. Level 208. Ach komm! Das wäre ein Kill mit der Pistole gewesen. Weil ganz ehrlich, wenn ich den mit der Pistole schlage, zählt das für mich trotzdem. Digga. Fuck, geht doch mal woanders. Oh shit. Digga. Level 158. Oh nein. Nein, 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 nein. Digga, es ist so lächerlich. Das Ding ist, alle anderen Kills helfen mir halt gar nicht, ne? Also da unten drinnen. What the fuck? Wo ist der hin? Digga, was für Gegner habe ich heute?
Erster. Weiter. Okay, Piste ist durch. Okay. Ich habe wirklich gedacht, es wird super einfach. Die Aufgaben kann jeder. Ich habe nicht bedacht, dass Fortune's Keep im Solo-Modus der absolute Brainfuck ist. Okay, aber ich habe nach 20 Minuten die erste Challenge geschafft. Ich wusste, ich habe noch 1 Stunde 40. Die anderen 4 Aufgaben sollten kein Problem sein. Gehen wir also zur zweiten Challenge, Leute. Und zwar 2 Kills mit dem Messer. Oh, wei. Totenstille hätte Stil. So, erstes. Ich habe keine Flash mehr. Das ist der Punkt, Leute, wo die längste Verfolgungsjagd aller Zeiten beginnt für diesen fucking zweiten Kill mit einem Messer. So. Okay, die ersten beiden Challenges waren geschafft. Das Problem ist, wir hatten schon 40 Minuten verbraucht für diese einfachen Challenges, okay? Die dritte mit meinem Loadout in einer Runde 5 Kills machen. Easy, oder? Bisschen schwierig. What? Digga. Digga. Was sind das für Menschen? Loadout gesnackt wurde. Digga, ihr seid solche Camper. Das ist unfassbar, wie ihr alle spielt. Ich wurde ein bisschen salty. Die Zeit lief mir davon. Und dieser Solo-Modus hat mich innerlich fast gebrochen. Ich bin froh, Leute, dass ich meinen Partner Loot dabei hatte. 20% mit Code Sheppy20 auf den geilsten Booster, den es auf dem Markt gibt. 2 neue Sorten, kurz davor zu erscheinen. Digga, nein! Ah, scheiß drauf. Machen wir es fair.
irgendwo. Was? Digga, was sind das für Spieler, Mann? So, eins. Zwei. Drei. Das darf nicht wahr sein. Digga, was sind das für Spieler? Was sind das? Mit was habe ich hier zu tun? Es ist nicht. Drei. Vier. Okay, 5. You're so bad. So, fertig, oder? Was mache ich jetzt? Gehe ich raus, mache die letzte Challenge oder was? Oder spiele ich die trotzdem eiskalt zu Ende? Liefen? Okay. An dem Punkt, Leute, hatte ich noch 18 Minuten Zeit und ich wusste, ich brauche noch eine Solo-Runde. Mindestens 10. werden. Kein eigenes Loadout. Wenn irgendjemand anderes Loadout droppt, will ich ihn töte, seine Sachen nehmen. Alles erlaubt. Und das allererste, was ich habe, ist ein Hacker. Das allerdings, Leute, damit ihr die ganze Runde sehen könnt, jetzt kein halbe Stunde Video bekommt, kriegt ihr morgen von mir. Lasst bitte, wenn euch das gefallen hat, einen dicken, fetten Like da. Gern einen Kommentar, wie ihr sowas findet, wie ihr das findet, wenn man so zusammenschneidet. Highlights aus solchen Challenges, ob ihr Bock darauf habt. Wir sehen uns morgen zum zweiten und letzten Teil. Haut rein.